Große Freude, dass heute bei uns ist Caroline Siems. Sie ist Losfee. Und jetzt kommt's, ihr Lieben, sie ist heute deutsche Meisterin geworden mit Turbine Potsdam, nämlich in der B-Jugend. Herzlichen Glückwunsch. Caroline hat dazu noch ganz starke Nerven. Sie hat den entscheidenden Elfmeter im Finale der U17-EM dagegen die Spanierin geschossen und verwandelt. Das heißt, das ist heute eine lässige Angelegenheit für Sie? Total, ja. Ja. Gibt's? Caroline, gibt es in der deutschen Nationalmannschaft einen Lieblingsspieler? Ja, also ich denke, einer meiner Lieblingsspieler ist Toni Kroos. Mhm. Also der hat echt eine sehr, sehr gute Passtechnik, Schusstechnik und ja, ist der Spielmacher im Team zurzeit meiner Meinung. Und, sehr gut. Ja. Es gibt ja sicherlich ein paar gute Freunde von Ihnen, die Ihnen auf dem Weg hierhin noch einen Ratschlag gegeben haben. Was haben die gesagt aus dem Berliner Raum? Irgendwas ziehen? Preußen-Berlin oder was? Ja, also ich habe da ja, einen Freund bei Babelsberg und mhm. Ja, Bayern gegen Babelsberg wäre da... Aber das ist ja Heimrecht Babelsberg da ja. Sowieso. Herr Präsident, wir müssen noch mal eben die Regeln erklären. Wir haben also 32 Partien, die hier gezogen werden müssen. 64 Mannschaften sind im Topf. Es sind zwei Töpfe. Erklären Sie uns kurz, wie die aufgeteilt sind. Ja, der eine Topf sind die 24 Vereine aus unseren Landesverbänden. 21, drei große Landesverbände Bayern, Westfalen. Niedersachsen können zwei Vertreter schicken. Es sind die vier Ersten aus der dritten Liga und die vier Letzten aus der zweiten Liga der letzten Saison. Und in dem anderen Topf die 18 Bundesligisten und die ersten 14 der zweiten Liga aus der letzten Saison. So, und der Topf 1 hat immer Heimrecht? Immer Heimrecht. Auch München 1860. Also wenn es einen Vorteil gab, 15. geworden zu sein, dann heute. Das tröstet Sie. Ja. Gut, über den ordnungsgemäßen Zustand. Ganz wichtig, der ordnungsgemäße Zustand der Ziehungsgeräte, den hat Dr. Jörg Englisch überprüft. Guten Abend, Herr Englisch. Und damit auch wirklich die sauberste und sicherste Auslosung der über 100-jährigen Geschichte des DFB heute abläuft, wird auch Tim Wiese natürlich aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und damit wirklich gar nichts hier schief geht, werden wir die Lostrommel aus vier verschiedenen Perspektiven, liebe Caroline, heute betrachten. Also vier Kameras aufgebaut, so sieht das aus, damit auch nichts irgendwie anbringen kann. Was wäre eine Auslosung ohne eine passende Musik? Und da haben wir heute einen ganz großen gewonnen, nämlich Michael Sagmeister, einer der bekanntesten Jazz- und Fusion-Gitarristen überhaupt, Dozent am Berklee College in Boston war er es, ordentlicher Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und auch in Gießen unterrichtet er auch. Und herzlich willkommen, Michael Sagmeister. So, wie sagt man in Norddeutschland? Nu geht das los. Du willst mich mal kicken, was der so kann. Auf geht's, Caroline. Erste Kugel für den Präsidenten. Jetzt muss man mal sehen, dass die Dinger aufkriegt. Ja. So, wir beginnen mit dem SV Eintracht Trier. Pokalsieger Rheinland. Ja, das ist gut vorbereitet. Regionalligist und Eintracht Trier. Hey, hey. Ich sehe was. Psst. Gegen Borussia Dortmund. Hey. Ja, mach schon mal einen Treffer, Herr Präsident. Da werden sich die Freunde in Trier. Neue Freunde für Sie in Trier. Ja, auch Rheinland ist sowieso. So, SG Wattenscheid 09. Die gute Lorheide. Der Trainer wünscht sich VfL Bochum, aber wollen wir mal gucken. Ja, Borussia Dortmund geht jetzt nicht mehr. Bleibt nee, genau, da. Ja, gut. Oh.
nicht VfL Bochum, sondern FC Heidenheim. Da geht was. Immerhin auch zweite Liga. So. Sportfreunde, Lotte. Lotter Kreuz bei Osnabrück. Hat jeder schon mal gestanden? Aufsteiger, wie Sie wissen, haben die Regionalliga West gewonnen. Deswegen auch Startrecht. Weil Westfalen ja zwei schicken kann. Und die haben sich gegen den Oberligameister in Westfalen durchgesetzt. Und spielt gegen den SV Werder Bremen. Schönen Dank. Ist das schöne kurze Anreise für die Bremer. Kilometergeld ist da nicht zu machen. Und wie gesagt, Lotte mit dem Aufstieg im Hintergrund. So. Jetzt kommt der MSV Duisburg. Das haben Sie jetzt aber richtig betont. Irgendwas führen Sie jetzt im Schilde. Nein, ich führe nichts im Schilde, aber ich wünsche den Duisburgern, die es ja nicht ganz so einfach haben. Nach dem Schicksal los, jetzt mal gucken, los. Also, ob wir das hinbekommen. Caroline, jetzt aber die Bayern. Abstieg in die dritte Liga. Wollen wir mal schauen. Der lässt mich nicht mehr gegen gucken. Union Berlin. Die kennen sich von der letzten Saison. Ja. So, jetzt wird es das erste Mal spannend hier im Saal. SV Drochtersen-Asse. Ein Verein in der Nähe von Stade. Sieger im Landespokal Niedersachsen. So ist es, spielt in der Regionalliga Nord. Und die Stadionwurst dort ist im Stadion Keding hervorragend. Habe ich schon Zuschauerzahl probiert. 3000. So, wollen wir mal gucken gehen, wie es geht. So, jetzt werden wir mal gucken, die Kollegen von Drochtersen-Assel, das sind ganz nervös, sitzen da hinten. Ja, ich will es mal. Oh, gut gemacht. Ja, ich glaube, da ist eine kleine Ehrenmitgliedschaft drin. Borussia Mönchengladbach. Kurz unterbrechen. So, Rico Gosen ist da, der erste Vorsitzende, ja. Und Sören Beermann, der Kapitän, und Andreas Kramer fängt die ersten Stimmen ein auf der Tribüne. So, da ist gerade was aus Ihnen rausgeplatzt. Wie sehr freuen Sie sich? Ja, das ist Hammer. Das Los ist der absolute Hammer für uns. Da freuen wir uns riesig. Schubert mit seiner Mannschaft, die vielleicht das auch noch schaffen können in die Champions League. Kleines Dörfchen, Fußball verrückt. Wie viele Leute kommen aus Asseln? Wie viele kommen aus Drochtersen? Sagen wir einfach mal Hälfte, Hälfte. Aber die sind fußballverrückt und die freuen sich auf dieses Los wahnsinnig. Das wird ein Riesengaudi für uns. Danke. Herr Grindel. Das ist Ihr Hausgebiet, das ist Niedersachsen, ja. Da müssen Sie hin an dem Tag. Nicht nur der Bratwurst wegen. Ja, die Frage ist ja auch, wo ihr spielt. Also, da drücken wir die Daumen, dass wir doch. Ja, gut, okay. Im eigenen 3000 Zuschauer passen rein. Zusatztribüne so. Nochmal aufbauen. Caroline? Ja. So. Die Würzburger Kickers. Bernd Hollerbachs Team aufgestiegen. Genau, aufgestiegen, waren Dritter der dritten Liga und sind deswegen ohnehin qualifiziert gewesen, haben aber auch den Bayern-Pokal gewonnen. Große Saison gespielt, gerade die Rückrunde Durchmarsch gemacht. Ganz tolle Leistung. Und eine interessante Partie gegen Eintracht Braunschweig. Das heißt, die Würzburger Kickers dürfen in einer Saison dreimal gegen die Braunschweiger Eintracht jetzt spielen. So, weiter geht's. Und wahrscheinlich hat der Bernd Hollerbach in seiner Karriere auch ein paar Mal gegen Eintracht gespielt. Und weiß, wie das geht. Der FSV
Frankfurt. Auch gelitten. Ja. Absteiger in die dritte Liga. Caroline. Gegen den VfL Wolfsburg. Das tut auch gut. Ja. Rückendeckung. Gib ein bisschen Geld in die Kasse. Genau, und das können die, glaube ich, gebrauchen. So. Jahn Regensburg. Bayernliga, nee Quatsch, Regionalliga Bayern, Meister und Aufsteiger in die dritte Liga. Die Kollegen auf der Nordtribüne sind schon so nervös. Ja, ja, wahnsinnig, hier sagt er. Ich werde wahnsinnig. Oh. Gut ist los? Ja. Gegen Hertha BSC. Ja, das geht auch. Heiko Herrlich trainiert dort. Wird sich freuen. So. 1860 München. In Topf 1 wohlgemerkt. Ja, als 15. der zweiten Liga. Deswegen Heimrecht. Ja, da kann was gehen. Gegen den Karlsruher SC. Die kennen sich gut. So, jetzt kommen wir zur 10. Paarung. Schön. Und jetzt Uwe. Eintracht Norderstedt. Jetzt kommt er. So, Caroline. So, jetzt kommt es drauf an. Alles noch drin. Werder ist raus. HSV ist drin. Bayern ist drin. Schalke ist noch. So. Ja, die ist ganz kalt, Uwe, du. Uwe sagte ja, eben, ich hätte ja meine Kugel warm gemacht. In jedem Los ist eine Chance. Spielvereinigung Fürth. Uwe, alles okay? Alles okay, fast. Lassen wir so stehen. Kann man noch schaffen. Caroline? Einige Gäste hier. Babelsberg 03. Regionalliga Nordost. Sieger im Landespokal in Brandenburg. Ich glaube gegen Luckenwalde. Stimmt das? Oh, guck. Der Mann hat sich vorbereitet. Er weiß alles. Caroline, jetzt ist Babelsberg. Jetzt sind, Babelsberg, genau. Da sind deine Freunde mit drin. Jetzt musst du ein fettes losziehen. Ich weiß natürlich deshalb wegen des Finaltags der Amateure. Waren Sie da? 17, ja, bei einem hier bei Norderstedt gegen Altona 93. Großes Finale. Jawohl. Knappe Geschichte. Gegen den Aufsteiger SC Freiburg. Aufsteiger nicht. Archibald Horlitz, der Vorsitzende, und Steve Müller, der stellvertretende Vorsitzende, ist da und Andreas auch. Archibald, Ihre Mutter ist eigentlich Bayern-Fan, 88 Jahre alt. Sind Sie enttäuscht? Also meine Mutter ist vielleicht enttäuscht, ich bin nicht enttäuscht. Was erwarten Sie sich? Also ich erwarte mir erstmal seit langen Jahren wieder ein spannendes Pokalspiel, DFB-Pokalspiel in unserem Stadion, und freue mich außerordentlich auf unseren Gegner. Viel Spaß dabei. Danke. So, Kickers Offenbach.
Der neue Präsident Helmut Spahn habe ich getroffen in Paris, hat mir gesagt, Trainer ich soll das ordentlich machen. Ja. Die können auch ein gutes neues Stadion. Ja, das ist. So, mal gucken. Oh, ordentlich. Gegen Hannover 96. Kickers Offenbach, zahlreiche gute Ergebnisse in der ersten und zweiten Hauptrunde gehabt gegen Bürgersieger in Lippern. Und mal Pokalsieger gewesen, Herr Präsident. In welchem Jahr? 72? Ich glaube 70, bin ich ganz sicher. Okay, ich glaube 70. So, auch Gäste. FC Astoria Waldorf. Pokalsieger Baden. Letzte Saison, jetzt mache ich mal den Schlaumichel hier. Elfter in der Regionalliga Südwest. Und Waldorf liegt wenige Kilometer südlich von Heidelberg. Und ganz toll, dass Sie heute hier sind. Und Caroline, jetzt mach Sie glücklich. Gegen den VfL Bochum. Mal kurz rüber geguckt, alles okay? So was bleibt denn noch, Mann? Ja, es passt schon, das passt schon. So, weiter geht's. Okay. Die Nordtribüne wird zappelig. Ja, aber es ist ja noch alles möglich. So. Viktoria Köln. Mittelrhein-Pokalsieger gegen Fortuna Köln. Ich glaube, in der letzten Runde bis zum die zweite Runde gekommen. Gegen Leverkusen dann ausgeschieden. Erster FC Nürnberg ist der Gegner. Auch das ist möglich. Oh. Nicht schlecht. So, Caroline, noch zwei Partien bis zur Halbzeit. Oh, jetzt aber. Rot-Weiß Essen. Pokalsieger Niederrhein gegen den Wuppertaler SV und die hoffen natürlich auf ein tolles Stadion an der Hafenstraße. Etwas verändert das Stadion, etwas anders heute. Haben als letzte Saison gegen Fortuna Düsseldorf es nicht geschafft. So. Und können jetzt neu starten gegen Arminia Bielefeld. Yeah. Da braucht man kein Prophet sein, volles Stadion. So, Caroline, noch eine Partie und dann machen wir eine Pause. Der erste FC Magdeburg. Valente Klatsch für Magdeburg. Vierter der dritten Liga. Ja. Haben aber verloren im Sachsen-Anhalt-Pokal Endspiel gegen Halle. Die kommen dann auch. Und Magdeburg. Gegen Eintracht Frankfurt. Zeigt doch mal die lieben Kollegen aus Magdeburg, die da sind hier, die extra angereist sind. Passt das? In Ordnung? Wunderbar? Ja. Mensch. So, Pause. Jetzt haben wir doch schon mal die ersten, wie viel haben wir? 2, 4, 6, 8, 16 Begegnungen, 32 brauchen wir. So, es gibt ein neues DFB-Pokal-Logo und zu Ehren dieses neuen Logos präsentieren wir ihn jetzt. Unsere Malente Halbzeitshow in der Tradition der großen Halbzeitshow des Super Bowls. Musik.
Das war also der Musikzug Plön und die Show- und Brassband aus Heikendorf unter der musikalischen Leitung von Mike Gies und Ingen Schubert. Und die Pyrotechnik, was wir da eben gesehen haben, die lieferte unser Feuerwerksmeister René Becker. Herzlichen Dank. Das ist Malente und Umgebung. Hier macht jeder mit. Und jetzt Teil 2 unserer Auslosung. Caroline, noch sind die Bayern da drin. So. Erzgebirge Aue. Aufsteiger und Zweiter in der dritten Liga deswegen dabei. Ja, jetzt in der zweiten Liga, genau. Gegen den FC Ingolstadt. Zweitligist gegen Bundesligist. Weil ich glaube, Aue hat auch das Pokalfinale in Sachsen gewonnen. Insofern. Also doppelt gesetzt. Ja, und Zwickau, die ich jetzt hier zufälligerweise war ein bisschen warm, deswegen hatte ich das gespürt. Ja, klar. FSV Zwickau. Sozusagen Lucky Loser haben das Pokalfinale verloren, aber weil Aue eben als Drittligist, Zweiter in der dritten Liga und qualifiziert und war. Und ist Aufsteiger in die dritte Liga. Jawohl. Meister der Regionalliga Nordost. So, wollen wir mal gucken. Ich glaube, die bauen auch ein neues Stadion. Mal gucken. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen gepielt, würde man in der Schulklasse sagen. Gegen den Hamburger SV. Hey! Ich meine, leichter geht's doch nicht. Nee, Uwe. Wir können ja jeden Gegner spielen. Ja. Kein Problem. Ja. Uwe kennt seine Hamburger. Aber da ist vor letzte Saison in der ersten Runde gegen Jena verloren. Zwickau und Jena, also nicht das gleiche Bundesland, aber vergleichbare Ecke. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Spielvereinigung Unterhaching. Haben das Pokalfinale in Bayern verloren. Gegen, vielleicht gegen Bayer Leverkusen. Gegen Wolfsburger Kickers. Aber jetzt Leverkusen ist trotzdem, weil die Wolfsburger Kickers qualifiziert waren. Leverkusen, wäre mein Vorschlag. Haben die doch schon mal gespielt. Da war was, ja. Achtelfinale, glaube ich. Letzte Saison. FSV Mainz 05. Jetzt kommt ein Verein aus der 6. Liga, der FC 08 Villingen. Nächste Saison Verbandsliga Südbaden. Abgestiegen aus der Oberliga Baden-Württemberg, aber vielleicht jetzt mit dem ganz großen Los. So, Schwarzwald gegen. Oh. Hey. Gegen Schalke 04. Also, das ist wirklich klein gegen groß. 6. Liga gegen 1. Liga. Ich glaube, in Villingen ist jetzt im Vereinsheim eine Menge los. Ja. Da haben sich ein paar neue Freunde gemacht. Ja, freut mich. Gerade wenn du abgestiegen bist, ist das natürlich ein toller Start in die Saison. Wir haben noch einen zweiten 6. Ligisten drin. Preußen-Berlin. Preußen-Berlin. Dynamo Dresden. Der Aufsteiger. Der Meister der dritten Liga. Erster Platz, deswegen hier dabei. Ja, das ist ein Los. Gegen RB Leipzig. Oh.
Caroline! Ganz allein! Ganz allein! Simas, ich mache ja nur auf, ja. Oh! Also, oh. Mehr geht nicht in Sachsen. Ja. Hei, ja, ja. Machst du was? So, der VfB Lübeck. Der Wunsch ist klar. Noch sind sie drin. Gegen den FC St. Pauli. Ja. Als ich als kleiner Junge in der zweiten Liga, damals war das noch, das war der zweite oder dritte Spieltag, da hat St. Pauli bei uns 6 Dinger bekommen. Wie viel werden das diesmal? Ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich freue mich erstmal auf ein volles Stadion. Viel Glück dabei. Danke, danke. Caroline, das waren jetzt 2 Knaller. Dresden-Leipzig, ja, Lübeck-St. Pauli. Sehr gute Hand, kann so weitergehen. Der erste FC Germania Egesdorf Langreder. Dabei handelt es sich um eine Mannschaft aus Basinghausen, muss man sagen. Das sind 2 Ortsteile von Basinghausen. Kulturmetropole des Fußballs in Niedersachsen. Da sind auch welche vom Niedersächsischen Fußballverband mit dabei in der Mannschaft. Ja. Und können Sie sich vorstellen, was ich da für einen Auftrag habe? Hannover haben wir natürlich schon weg jetzt, das passt dann nicht mehr. Nur mal gucken. Sehr interessant. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim. So, jetzt kommt der andere Sechstligist. Preußen Berlin. Olli, deine Freunde. Freuen gegen den ersten FC Köln. So, 8 Begegnungen haben wir noch. Müssten noch 16 Vereine drin sein. Mal gucken. Der FV Ravensburg. Sieger im Landespokal in Württemberg. Jawohl. Oberliga Baden-Württemberg spielen die. Glaube zum ersten Mal auch überhaupt dabei. Kann das sein? Ja, erste Mal dabei. Also eine Reise zum Bodensee jetzt. Für wen? Für den FC Augsburg. Ja. Ich meine, dramaturgisch macht sie das so geschickt, dass FC Bayern immer noch nicht gezogen ist. Caroline weiß genau, wo die liegen im Topf. Komm mal gucken. FC Hansa Rostock. So. Das war immer so die längste Strecke. Rostock-München. Mal gucken. Ja. Gegen Fortuna Düsseldorf. Der SC Paderborn. Dritte Liga mittlerweile.
gegen den SV Sandhausen. Kennt sie noch aus der letzten Serie? Man kennt sich. Ja, man genau. Kennt sich. Fünf Begegnungen noch. 10 Vereine noch im Topf. Der SC Hauenstein. Auch das erste Mal dabei. Landespokal Südwest ist das. Südwest. War Jürgen Kohler in der letzten Saison Trainer. Liegt in der Pfalz, 40 Kilometer südlich von Kaiserslautern. Gegen Bayer Leverkusen. Gutes Spiel. Noch 4. FC Homburg. FC Homburg, bei uns heute zu Besuch aus dem Saarland, 750 Kilometer hinauf nach Malente, um jetzt zu erfahren, dass der Gegner der VfB Stuttgart. Seid ihr zufrieden? Herbert Eder ist da, der erste Vorsitzende. Wir sind sehr zufrieden, weil wir haben noch 2 Spieler jetzt vom VfB Stuttgart. Und ich denke, das wird ein schönes Spiel für uns. Vielen Dank. Das wusste ich gar nicht, dass sie sich da noch irgendwie vom VfB verstärkt haben. So, noch sind die Bayern drin. 3 Spiele müssen noch besetzt werden. Carl Zeiss, Jena. Landespokal Thüringen. Genau. Von viel Pokalerfahrung. Pokalmäßig ein heißes Pflaster. Er lässt sich doch nicht ins Geschäft gucken. Gegen den FC Bayern München. Nee. Ja, großes Los. Ein großes Los. 2 haben wir noch. War eine kleine Unterbrechung, nicht aufmachen. Cool. Wir haben nämlich jemanden aus Jena gefunden. So, jetzt sag doch mal an. Spielst hier in Malente beim TSV und bist eigentlich Jena-Fan. Erzähl mal. Ja, ich bin in Weimar geboren und ganz großer Katz als Jena-Fan durch meine Familie und... Ja, ich bin vor 2 Jahren hier hochgekommen und jetzt fühle ich mich eigentlich heimisch hier, aber ich werde mir auf jeden Fall das Spiel angucken in Jena und ich werde da auf jeden Fall hinfahren und mir beide Vereine angucken. Ich bin auch FC Bayern Sympathisant, also... Wie geht's denn aus? Ich hoffe, dass Jena gewinnt, auch wenn es gegen Bayern geht. Letztes Jahr haben wir auch HSV geschlagen, also das wird dieses Jahr auch klappen. Top. Danke. Zeig mir mal das Trikot. Das Trikot. Sind Sie hier, Grinde? Wir machen weiter. Hier in Malente sind Sie alle. Gezogen ist schon, und zwar der Bremer SV. Ein paar Befreundete aus Bremen-Arsten sehe ich da. Ja. Da denke ich immer, ihr seid in Bayern-Trikots angereist. Also. Nein, 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 nein. Waren so billig, die Trikots? Gegen Darmstadt 98. Ja. So, 2 haben wir noch. Wissen Sie, wer fehlt? Ja, das ist nicht gar meine Frage, weil ich jetzt gerade auch geschaut habe. Die Antwort gibt es sofort, nämlich der Hallische FC, der den Sachsen-Anhalt-Pokal gewonnen hatte gegen Magdeburg. Und
Last not ja. least. Da sind sie. Die Roten Teufel vom 1. FC Kaiserslautern. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich immer schon mal gern stellen wollte. Der Klassiker bei allen DFB-Pokal-Auslosungen. Herr Präsident, wann wird gespielt? Am 19., 20. und 21. August und wahrscheinlich das Live-Spiel dann am Montag, den 22. August. Aber das müssen wir mit den geschätzten Kollegen der ARD noch besprechen. Gut, jetzt schauen Sie mal drauf auf das Tableau. Ja, haben Sie Lieblingsspiel? Ich würde mal sagen, gerade wegen der heißen Pokalpflaster, also ich könnte schon denken, dass man ganz stark nach Jena guckt und vielleicht nach Trier. Denn beide haben schon in den letzten Spielzeiten Überraschungen gesorgt und auch gute Stadien, wo man sicherlich eine super Kulisse hat. Also ich könnte mir vorstellen, aber das machen unsere Fernsehexperten im Haus und in ihrem Haus. Wir suchen was aus. Mein großer Dank gilt Caroline. Ja, sie hat ein paar hinreißende Frauen hier gezogen. Unter anderem Dynamo Dresden gegen Leipzig und Lübeck gegen St. Pauli, auch zwei Treffer. So, wir machen jetzt nochmal alle 32 Paarungen in der Übersicht. Das ist so regeltechnisch so vorgesehen und dann kann jeder nochmal seinen Verein wiederfinden. Also DFB-Pokal, erste Hauptrunde, Eintracht Trier gegen Borussia Dortmund, Wattenscheid gegen Heidenheim, Sportfreunde Lotte in der Nähe von Osnabrück gegen den Bundesligisten Werder Bremen, MSV Duisburg gegen Union Berlin, Rochtersen-Assel gegen Borussia Mönchengladbach, Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig, FSV Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg, Jahn Regensburg gegen Hertha BSC, dann die Löwen aus München gegen den KSC, Eintracht Norderstedt, der Verein von Uwe Seeler, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, Babelsberg spielt gegen Freiburg, Kickers Offenbach gegen Hannover 96 und Astoria Waldorf, heute hier zu Gast, spielt gegen den VfL Bochum. Dann Viktoria Köln gegen Nürnberg, Rot-Weiß Essen gegen Arminia Bielefeld, Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt. Weiter geht's, die zweite Hälfte des Tableaus. Erzgebirge Aue gegen Ingolstadt, Zwickau gegen den HSV. Na dann, Unterhaching gegen Mainz 05, Villingen gegen Schalke 04, Dresden gegen RB Leipzig, super Spiel. Lübeck gegen St. Pauli, ebenso gut gezogen. Germania Egesdorf, Langreder gegen die TSG Hoffenheim, Berliner Preußen gegen den 1. FC Köln und auf dem letzten Viertel des Tableaus Ravensburg gegen Augsburg, Rostock gegen Fortuna Düsseldorf, Paderborn gegen Sandhausen, Hauenstein gegen Bayer Leverkusen, der FC Homburg gegen den VfB Stuttgart, Carl Zeiss Jena gegen den FC Bayern München. Und Bremer SV gegen Darmstadt und Halle gegen den 1. FC Kaiserslautern.